5 YouTuber, die noch viel reicher sind, als du denkst. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal Bescheid wissen, welcher von diesen YouTubern denn so unfassbar reich ist, von denen ich das gar nicht denke. Das interessiert uns doch alle sicherlich, oder? Dass man als YouTuber gut verdienen kann, weiß wohl jeder. Nee, noch nie davon gehört. Doch manche sehr große YouTube-Stars haben es sogar geschafft, neben ihrem Kanal und ihren Videos noch ganze Marken und Produkte aufzubauen, durch die sie so richtig reich wurden. Wir haben euch bereits vor einiger Zeit schon manche dieser YouTuber vorgestellt. Sie ist die größte Motherfuckerin, Alter. Sie ist die heftigste. Sallys Tortenwelt, die fährt einen Umsatz von 10 Millionen im Jahr oder sowas. 10 Millionen, 8 Millionen. Auf jeden Fall. Und machen heute weiter mit dem zweiten Teil von YouTubern, die viel reicher sind, als du denkst. Es erwarten euch junge Millionäre, interessante Geschäftsideen und teilweise unglaubliche Vermögen. Ach so, und die Reihenfolge der YouTuber im Video richtet sich übrigens nicht danach, wie viel sie verdienen. Okay. Es ist also kein Ranking. Perfekt. Legen wir direkt los mit dem Perfekt. Video und Perfekt. Fangen an mit Flying Uwe, der Fitness-YouTuber. Das hat der nochmal Smilodogs, glaube ich, ist von Uwe, ne? Aber fing schon vor über 12 Jahren damit an, Videos auf seinem Kanal hochzuladen, was ihn zu einem absoluten YouTube-Urgestein macht. OG. Doch auch neben OG der Videoplattform Uwe, ist Uwe Schüder schon immer sehr aktiv gewesen. So gewann er Er war schon immer sehr aktiv. Wo, was? Zum Beispiel 2009 die Wahl zum Mr. Hamburg, war Teilnehmer bei der TV-Show Big Brother und machte sogar bei MMA-Kämpfen mit. Auf YouTube gewann er bis heute über 1 Million Abonnenten und erreicht auch aktuell noch viele Zuschauer. Doch während die meisten YouTuber ihr Geld vor allem durch die YouTube-Werbeeinnahmen und Placements verdienen, so... Im Jahresrückblick meinte er, dass seine Umweltbilanz schlecht ist und dass er etwas ändern möchte. Jetzt im Januar fliegt er schon wieder nach Madeira. Das Ding ist... Wie soll ich anders nach Madeira kommen? Die Fähre fährt leider nicht. Eine Schwerölfähre ist sogar noch schädlicher. Ich kann nicht zu Fuß nach Madeira. Ich kann nicht zu Fuß dahin. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber da ist ein Ozean dazwischen, du Missgeburt. Und ich kann leider nicht dahin, ohne selber ein Boot zu haben. Verstehst du? Doch, du kannst schwimmen. Ja, aber dann sterbe ich. Ein Segelboot, so wie Greta. Das geht schon. Okay, Leute. Also, ihr wollt mir jetzt allen Ernstes erzählen, dass ich mir ein Boot kaufen soll, damit ich nach Madeira fahre. Ein Boot, was, wie wäre es, mal zu verzichten? Nein, weil da ja jemand wohnt, den ich sehr gerne habe, nämlich Unge. Und ich auf der anderen Seite auch super gerne dahin möchte, weil ich da nämlich Content produzieren möchte, weil das mein Job ist, da zu arbeiten und zu drehen. Ich könnte natürlich auch sagen, dass... Weil zu dem Zeitpunkt sind ja alle da. Jan ist da, Cengiz ist da, Gewitter im Kopf ist da, Abdel ist da, Tanzverbot Unge. Wir können es ja auch andersrum machen. Wir fliegen einfach alle Leute nach Köln und treffen uns da zum Produzieren. Von Madeira aus, von Berlin aus. Das ist doch viel besser, oder? Also, so ein bisschen muss man ja da schon noch differenzieren. Und ich werde wahrscheinlich leider Gottes auch noch mal im März leider nach Madeira fliegen. Weil es anders nicht geht, weil ich da einen Urlaub mit meinen Eltern gebucht habe. Ich habe sogar geschaut, ob ich die ganze Zeit da bleiben kann, einen Monat am Stück, damit ich tatsächlich diesen zweiten Flug nicht machen muss. Geht aber nicht anders. Es geht aber nicht anders, weil ich zwischendrin auch Termine habe. Deshalb so, also ich glaube so, machst du einen CO2-Ausgleich. Auf jeden Fall, das ist das Wenigste so. Also wenn ich fliege, dann wird auf jeden Fall CO2-Ausgleich gezahlt. Das ist aber trotzdem nicht so entkräftend, dass ich halt jetzt, also klar wäre es besser, den Flug nicht zu machen. Muss man nicht diskutieren. Aber ich komme halt anders leider nicht dahin. Ne? Greta leiht dir ihr Boot. Ich glaube nicht, dass Greta mir ihr Boot leiht. Also ich glaube wirklich nicht. How dare you? Ihr habt vollkommen recht. Streamtitel. Im Streamtitel steht nur Jause jetzt. Was soll's? Ist doch okay. Passt doch. So ist Flying Uwe schon seit längerem auch unternehmerisch aktiv. Er gründete zum Beispiel die Sportbekleidungsmarke Smilodogs, die über einen umfangreichen Online-Shop wie auch einen eigenen Store in Hamburg verfügt. Schön. Obwohl die Smilodogs GmbH zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt und für Uwe als Geschäftsführer eigentlich schon ein Fulltime-Job sein könnte, so hat der YouTuber tatsächlich sogar noch weitere Unternehmen. Zusammen mit einigen Partnern gründete Flying Uwe die Foods Best GmbH, ein Online-Shop für Bio-Tee. Doch. Tee, ja. Nicht nur das, ein Blick ins Unternehmensregister zeigt. Okay, Uwe Schüder ist Smilodogs, Musli GmbH,
Neo-Subs, also alles so Supplements und sowas und so ein Ernährungskram, ja. Zeigt, dass Flying Und Uwe und Sport seine Partner generell. ein ganzes Netzwerk aus Firmen besitzen. So ist er nämlich auch Geschäftsführer der Neosubs Vertriebs GmbH, deren Business aus einem Online-Shop für Supplements und Proteinpulver für Sportler besteht. Und aktuell entwickelt er zusammen mit Montana Black eine Gaming-Booster-Marke. Kommt da eigentlich noch was? Das ist ja schon ultra lange auf Fitnessbasis an der Stelle. Ist ja schon ultra lange irgendwie am Start, dass die da irgendwie dran sind. Aber da kommt ja nichts mehr, oder? Also sind die da noch dran, Alter? Sind die da noch dran? Keine Ahnung. Also machen die da noch irgendwie was? Wisst ihr das? Oder ist das schon gelaufen, Leute? Ist das schon durch? Also ist das durch? Machen die es doch? Die machen das nicht mehr. Okay. Meine Meinung zu solchen Produkten ist ja immer ein bisschen schwierig so. Gaming Booster habe ich so meine eigene Meinung zu. Ja, kann man machen. Ist aber jetzt nichts, was man unbedingt zweckmäßig braucht, so, ne? Also deshalb ich hier auch mit keinem verpartnert, obwohl ich schon mehrfach das Angebot hatte. Ist einfach nicht meine Welt, so brauche ich nicht, keine Ahnung. Die hatten Streit. Ach so, ja, jetzt kommen mir wieder die Gerüchte auf. Ich glaube sogar, Uwe hat doch sogar versucht, Monte umzubringen. Das war doch so, oder? Wahrscheinlich war es so, genau. Yeah. Die laut ihm die Branche revolutionieren wird. Bei so vielen Firmen kommt natürlich auch finanziell ein... Ich muss mal ganz kurz mein Stream Deck hier abschließen und anschließen. Ich hoffe mal, also ich würde so gerne mein Stream Deck jetzt benutzen, aber es funktioniert einfach nicht irgendwie. Sind alle... Uwe hat Monte auf Insta deabonniert und nicht mehr abonniert. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, ob ein Instagram-Follow unbedingt heißt, dass die beiden ja Stress haben, ne, an der Stelle. Also kann ich jetzt nicht viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mache mal jetzt hier nochmal meine Facecam auf groß. Das ist echt ein bisschen nervig. Also dieses Stream Deck vergisst irgendwie immer wieder. Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum. Weil das ist ja alles hier konfiguriert. Aber irgendwie, es läuft nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich kann euch nicht sagen, warum. Jetzt doch, oder wie? Das stürzt immer ab, das Programm. Alter. Das Programm ist es, Leute. Warte mal ganz kurz. Vielleicht kann ich ganz kurz hier ein Update runterladen. Gib mir einen kleinen Moment Zeit, Alter. Das ist ja ultra belastend. Was für eine Scheiße. Das Programm crasht die ganze Zeit. Sag mal, Elgato. Wollen wir da kurz drüber reden, oder? Leute, das ist einfach das Stream Deck-Programm. Ist ja saunervig. Gut, heute streamen wir einfach ohne Stream Deck. Das passt. Ist ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Machen wir einfach alles weiter per Hand. Das passt. Scheiße, jetzt habe ich hier noch. So. Bewusster einkaufen macht glücklich. Mann, es ist mir total egal, Alter, was dich glücklich macht. Wirklich. Ich gebe einen Scheiß auf dein glückliches Leben. So, also hier. Schon im siebenstelligen Bereich liegen. Und wenn seine Unternehmen weiter wachsen, aktuell entwickelt er zusammen mit Montana Gut, Black eine Gaming-Booster-Marke, ja so die laut ihm die Branche revolutionieren wird. Bei so vielen Firmen kommt natürlich auch finanziell einiges zusammen. Alleine Smilodogs hatte im vorvergangenen Geschäftsjahr laut Unternehmensregister einen Bilanzgewinnzuwachs von 500.000 Euro zu verzeichnen. Das ist nicht schlecht. Aber... Also das ist auf jeden Fall krank viel Geld, aber Bilanzgewinnzuwachs, also das ist halt dann die Frage, ob die das reinvestieren oder sich halt auszahlen. Ne? Wenn sie es halt reinvestieren, dann wird Uwe davon nicht so viel gesehen haben, wenn sie halt beschlossen haben, das weiter zu reinvestieren, aber trotzdem halt schon auf jeden Fall eine ganz adäquate Summe. Ne? Und auch bei dem relativ neuen Unternehmen Foods Best waren laut Uwe neue Produkte teilweise bereits nach Stunden ausverkauft. Bei so Tee bin ich immer ein bisschen kritisch, ob Tee 20 Euro kostet oder 15 Euro kosten muss. Wenn das jetzt Bio-Tee ist und sowas, der richtig gut ist, dann ist es was anderes. Aber zum Beispiel dieser, wie heißt das, Fit-Tee und sowas, der ganze Rotz, Alter, wenn ich das sehe, Junge, die Plürre schmeckt wie Pisse, Mann. Ich habe auf jeden Fall Bock aufs Placement, frag mich gerne an. So wird das Vermögen von Flying Uwe ebenfalls vermutlich schon im siebenstelligen Bereich liegen. Ja, das will ich aber mal hoffen. Also da bin ich mir sicher, dass das schon im siebenstelligen Bereich liegt, Alter. Und das schon seit längerer Zeit, weil... Wenn das nicht der Fall ist, Alter, dann hat Uwe echt einiges falsch gemacht in seinem Leben. Und wenn seine BBST, Alter, hört mir auf, ey. Unternehmen weiter wachsen, wird er eventuell eines Tages mal an die Spitze der bestverdienenden YouTube-Stars in Deutschland gelangen.
Ja, kann sein. Das kann sein. Machen wir weiter mit YouTuber Justin. Seit über 7 Jahren... Geil, Alter, dass die das ausgekramt haben, wie nice. Dann ist der 21-Jährige inzwischen auf YouTube aktiv. Damals fing er an mit Minecraft-Let's Plays. 2016 begann Justin dann hauptsächlich Videos über Themen aus der Modewelt hochzuladen und entwickelte ebenfalls seine eigene Merch-Kollektion. Es ist kein Merch, es ist Mode. Doch statt einfach seinen Namen auf Klamotten zu drucken, wollte Justin eine richtige Modemarke aufbauen, die hochwertige Produkte anbietet und nicht auf Masse, sondern Exklusivität und Stil setzt. Sein eigenes Label Peso Clothing. Ja, diese Borderline-Kollektion, die fand ich vom Design her sau dope. Fand nur ein bisschen schwierig, wenn man hingeht. Ja, Jause, Alter, Jause ist später hier, Leute. Ich erzähle euch die Story mit der Jause später mal. Fand nur ein bisschen schwierig, als er, also wenn man halt hingeht und so ein Print von so einer psychischen Krankheit draufpackt, aber dope Kollektion, also. Begann er immer wieder auf seinem Kanal vorzustellen. Und da sich seine Coole Videos Sachen sowieso um das Thema ja Mode drehen, interessierten auch sich auch viele seiner Zuschauer schon früh für Justins Klamottenmarke. Inzwischen hat er bereits... Es sieht absolut sick aus, keine Frage so. Ich find's richtig nice, also gefällt mir auch echt gut. Einige Kollektionen veröffentlicht und auch seine Peso-Werbevideos erreichen regelmäßig mehrere hunderttausend Zuschauer. Da ist es auch nicht überraschend, dass Justin mit Peso bereits einiges verdient hat. Im April postete er ein Bild auf Instagram, das ihn in einer Lagerhalle voller Pakete zeigt. Ein YouTuber rechnete daraufhin aus, wie viel Umsatz alleine diese Kollektion einbrachte. Und zwar schätzungsweise 400.000. Euro. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mit Justin mal ganz, ganz früher gesprochen, kann mir aber, ich will jetzt ja natürlich auch nicht hier so ganz genau, das ist auch schon was länger her, darauf eingehen, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Betrag, der definitiv realistisch ist, pro Kollektion so viel Umsatz gemacht zu haben. Dann ist natürlich immer die Frage, was bleibt da an Gewinn übrig? Justin hat mittlerweile eine ganz große Abnahmemenge, er wird auf jeden Fall einiges bei ihm, hängen geblieben sein, so. Zusätzlich halt noch sein YouTube-Game und sowas, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir spielen später Minecraft, Alter. Entspannt euch bitte. Ebenfalls verriet Justin erst vor kurzem in einem Livestream. Was macht Nico da? Ist ja absolut ekelhaft. Dass er vor kurzem in 3 Stunden... Justin hat es selber gesagt. Was hat Justin denn für eine Zahl gedroppt, Alter? Das würde mich mal interessieren. 34.000 Hoodies verkauft hat. Diese kosteten im Schnitt 87 Euro, was einen Umsatz von 2.958.000 Euro machen würde. Doch auch wenn das jetzt vielleicht nach viel klingt, so bedeutet es nicht, dass Justin bei einem Drop seiner Klamotten automatisch zum Multimillionär wird. Er hat auch viele Ausgaben, wie etwa die Entwicklung und die Produktionskosten der Klamotten. Da werden dann wahrscheinlich 800.000 oder sowas circa beim Hängen geblieben sein. Wenn es gut gelaufen ist, wahrscheinlich eher so 600.000 oder sowas. 533.000 Euro. Ja, wie ich halt geschätzt habe. So, wenn das halt hinkommt, dann ist es auf jeden Fall eine ganz gute Marge, die man da hat. Aber ihr seht ja, Leute, es ist ja so viel an Kosten, was da drin ist. Ey, Versand, das Lager kostet ja gut, Versand zahlen ja die Kunden. Aber ey, Entwicklung, Lagerkosten... Die Rohlinge kosten, der Designer und sowas, also das ist schon nicht ohne. Wenn ihm am Ende allerdings selbst nur 30% bleiben würden, so hätte Justin immer noch 1 Million Euro verdient. Und da Peso bereits einige Kollektionen veröffentlichte, wird Justin vermutlich bereits schon seit einiger Zeit Millionär sein. Machen wir weiter mit Shirin David. Schon seit 2014 besitzt sie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie bis vor einigen Jahren auch noch regelmäßig Comedy-Videos, soziale Experimente und Real Talks hoch... Multimillionär durch zu große Pullover, man kennt ihn, glaube schon. Ja, der hat zu groß nicht, die sind einfach Oversize geschnitten, du Fotze. ...geladen hat. 2017 begann Shirin David dann langsam ins Showbusiness zu wechseln und war unter anderem Teil der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Ebenfalls veröffentlichte sie 2017 ein eigenes Parfüm. Man darf sich aber nicht trügen lassen davon, die fetten Gagen, Leute, werden im Fernsehen nicht gezahlt. Das ist nicht so, also... es sind gute Verträge, aber die kriegst du auch halt erst, wenn du wirklich Größe, Bohlen, Lombardi hast, so, ne? Das sind gute Verträge, keine Frage, so, und ich weiß ja, ich will jetzt natürlich auch so kein Number-Dropping machen oder so, aber ich kann, ne, so, das ist auf jeden Fall gutes Geld, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt einen Fernsehauftritt hat, so wie Leute mir und Trimax vorgeworfen haben, dass wir dafür jetzt 100.000 Euro bekommen, das ist nicht so, Leute. Ey, wir waren zwar in der Fernsehshow bei Kai Pflaume und das ist eine Riesenshow und sowas, aber
die kriegen dafür keine 100.000 Euro. Das ist ja mehr meistens ein Commitment-Deal so, ne? Also, ich habe da auch mit Kai ganz offen drüber gesprochen. So, das ist gutes Geld, was die Leute da verdienen, keine Frage. Aber du kriegst nicht direkt, weiß ich nicht, Millionen in den Arsch geblasen, nur weil du im Fernseher bist, Alter. Man muss sich mal vorstellen, ich glaube, die Leute, die im Dschungelcamp sind, die kriegen teilweise 50.000 bis 70.000 Euro oder sowas. Jetzt nur, ja. Das ist auf jeden Fall, für die Leistung, die sie da bringen, nicht gerade viel, wenn ich ehrlich bin. Also, ne? Klar, es ist sehr viel Geld, keine Frage, aber, ja. Dass sie über eine Online-Abstimmung mit ihrer Community entwickelte und exklusiv beim Drogeriemarkt DM Vertrieb. 505. Glaube ich, habe davon noch 200 Flaschen zu Hause, weil Jody man davon richtig viel bekommt. Dani Büchner 100.000 Euro. Ja. Alter, es ist schon gutes Geld, wie gesagt, aber nichts was unbedingt. Digga, ich ändere jetzt in die Scheißkategorie hier. Mein Gott, Alter. Chatmann, ihr habt recht, ihr habt vollkommen recht. So. 50.000 Stück konnte sie davon laut eigener Aussage verkaufen. Mein Vater war bei The Voice of Germany, hat nichts bekommen. Er hat scheinbar nicht gut genug gesungen, ne? Da bereits die kleinste Größe 19,95 Euro kostet. So, und das ist jetzt wieder der Bullshit, Alter. Guck mal, du hast einen Barter-Deal, du hast einen Deal mit DM, ja? Du kriegst da wahrscheinlich ein Festding. Pro verkaufte Flasche Parfüm wird Shirin bekommen haben. In der kleinen Ausführung bei 20 Euro vielleicht 3 Euro, in der oberen vielleicht 6 Euro oder sowas. Naja, nicht mal, vielleicht 4 Euro oder so. Wenn sie einen sehr guten Deal hatte. Das ist gutes Geld, aber das meiste Geld geht halt nun mal leider in die Produktionskosten, in die Verpackung und natürlich auch an DM. Also, das ist halt nun mal so, dass DM damit auch massiv viel Geld macht. Erzielte sie mindestens einen Umsatz von knapp 11 Millionen Euro. Umsatz? Den hat nicht sie erzielt, sondern die DM. DM-Hausmarke. Sie wird damit gutes Geld verdient haben. Aber Shirin wird da nicht mit 10 Millionen Euro nach Hause gegangen sein, Alter. Ich weiß nicht, wie die Leute immer darauf kommen. Es sind ja noch andere Leute dabei, die noch Geld verdienen. Also diese Hochrechnungen sind immer so. Ah, oh, Digga, Marketing-Budgets, Alter. Das alles, das geht da alles von ab, Mann. Das kann man doch so nicht rechnen, Alter. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit Business. Ich kling grad wie Karl S., Alter. Ab in den Bücherclub. Auch wenn dies zwar nur der Umsatz ist, so ging Danke. Trotzdem mehrere Millionen aus dem Parfümverkauf in Shirin Davids Privatvermögen. Mehrere Millionen sind für mich alles ab, ja, natürlich 2 oder 3 Millionen. Also mehr 2 Millionen sind für mich 2 Millionen und 3, 4 Millionen sind mehrere Millionen. So viel wird sie damit nicht verdient haben. Sie wird damit vielleicht ein Mio gemacht haben oder 1,5 bis 2. Vielleicht schreibe ich ihr auch einfach und frage sie. Was saudreist wäre, weil ich nicht so viel Kontakt mit ihr habe. Aber sie wird damit nicht 2 Millionen wird sie damit sicherlich gemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht 2, 1,6 oder sowas um den Dreh. Produktionskosten, Marge an DM, Marketing, Entwicklungskosten. Das alles, Leute, darf man nicht unterschätzen. Ist eine Menge Geld. Allein das Flakon, allein die Flasche des Parfüms, das Aufdrucken, bla 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 bla. Das kostet auf jeden Fall. Ein Teil ihres Vermögens investierte sie anschließend in ihr erstes eigenes Album. Und das war ein sehr smarter Move, Alter. Sie hat sehr gutes Marketing für ihre Mucke gemacht, Mann. Sie hat wirklich echt mit einem Barber-Produkt abgeliefert. Das muss man ihr einfach lassen. Und professionelle Musikvideos, was ihr durch viele Streams auf Musikplattformen ebenfalls einiges an Einnahmen brachte. 155 Millionen Mal wurde ihr Album krank. Supersize auf Spotify gehört, was ihr... Jetzt kommt wieder irgendwie, man kriegt ja pro Klick auf, pro Listen auf Spotify 0,08 Cent. Und wenn man das jetzt hochrechnet, auch nicht zu pauschalisieren. Ungefähr einen Gewinn von 490.000 Euro einbrachte. Und Relativ realistisch, ich würde sogar noch ein bisschen mehr gehen. Ich hätte 610.000, 620.000, sowas hätte ich gesagt. Das nur auf Spotify. Wie sie in einem Interview erklärte, verdient sie sich aber vor allem durch ihr Parfüm, Zitat, dumm und dämlich. Sie sagt auch, dass sie sich inzwischen vor allem als Unternehmerin sieht und bereits mehrere Firmen gegründet hat. Digga, Shirin David einfach. Shirin David ist einfach deutsche Kylie Jenner. Hatet mich oder nicht, Shirin David auf jeden Fall deutsche Kylie Jenner und die wird damit ordentlich Kohle gemacht haben. Jetzt kommt natürlich nochmal ein anderer Faktor, Alter. Wenn ich jetzt als Shirin 2 Millionen Euro bekomme, ja, dann bleibt davon nur eine Mio übrig. Dann bleibt davon nur eine Mio übrig, weil die Steuern, die knallen natürlich auch nochmal ganz kurz rein. Deshalb vergesst die Steuern nicht, Leute.
wie etwa die Shirin David GmbH, die Shirin David Management GmbH und sogar ein eigenes Label namens Juicy Money Records. Da bin ich richtig froh, dass ich nicht in jeder Firma so aufgelistet bin. Sie lehnt heutzutage auch mal Placements für 500.000 Euro ab, nur weil sie nicht gut zu ihrem Image passen. Eine neue Unternehmung, die sehr gut zum Image von Shirin David passt, ist ihre aktuelle Kooperation mit dem Kosmetikhändler Douglas. Und das ist halt dann der Next Step, ne? Von DM zu Douglas, Leute, das ist schon noch was ganz anderes. Bei dem sie zurzeit ihr neues Parfüm Created by Shirin David exklusiv anbietet. Auch dort wird sie vermutlich wieder einen zweistelligen Millionenumsatz machen. Und so wahrscheinlich auch privat die 10-Millionen-Euro-Grenze erreichen. Also, ich glaube nicht, dass Shirin David privat auf 10 Millionen Euro rauskommt. Das ist einfach zu viel. 10 Millionen Euro sind eine so schwierig zu erreichende Zahl in Deutschland. Man muss dafür 20 Millionen selber verdient haben. Oder wenn man Steuern, wenn man Kosten gegenrechnet, sagen wir mal, man muss dafür 17 Millionen verdient haben, wenn man gut Kosten absetzen kann. Ja? Um 10 Millionen am Konto zu haben, das ist wirklich ein unglaublich großer Betrag, Alter. Shirin David, ich würde es ihr so sehr gönnen, Alter. Ich mag Shirin wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich bezweifle, dass eine Shirin David 10 Millionen an Reinvermögen hat. Das umfasst Beteiligungen in Unternehmen, Immobilien, Baranlagen, also Cash am Konto, Aktien, Pipapo, all das. Leute, 10 Millionen, tut mir leid, Alter, ist zu krass. Ist einfach nur eine unfassbar große Zahl. Natürlich kann die in Rente gehen, aber du kannst damit mit einer Million in Rente gehen, wenn du clever bist. Reichen. Weiter geht's mit Jean-Pierre Krämer. So, und bei dem jungen Mann, da kann ich mir die 5 Mio auf der hohen Kante mittlerweile vorstellen. Besser bekannt als JP. Auf seinem YouTube-Kanal JP Performance beweist der 39-Jährige immer wieder sein umfangreiches Wissen über Motoren und Tuning. Dass JP auch Unternehmer ist, ist im Vergleich zu manchen anderen YouTubern in dieser Liste eigentlich keine Überraschung. Schon seit 2012 ist er Inhaber der JP Performance GmbH, einer Autowerkstatt, die vor allem für ihre Tuning-Fähigkeiten bekannt ist. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist JP auch immer wieder als Persönlichkeit in den Medien unterwegs. So moderiert er manchmal bei der Autoshow Grip. Ebenfalls tritt er öfter in Videos des Mercedes-Benz YouTube-Kanals auf und seine wohl größte TV-Rolle hatte er in der Sendung PS-Profis, die ihn erst so richtig bekannt machte und die er ganze 8 Jahre lang begleitete. Zusätzlich startete er sogar ein eigenes Comedy-Programm mit dem Namen PS Ich liebe euch, wo er als Stand-Up-Comedian eine ganze Tour lang ausverkaufte Arenen unterhielt. Durch diese ganzen Aufträge und vor allem durch die JP Performance Werkstatt. Ja, die Werkstatt halt, ne? Also es ist halt ein echt gut laufendes Unternehmen, die Aufträge da und sowas, da ist eine gute Marge mit diesem Burger-Imbiss und sowas. Da wird auf jeden Fall ordentlich laufen. Verdient JP ein Gehalt, was sogar schon so manchen Manager neidisch machen könnte. Auf YouTube allein macht JP mit 20 Millionen Aufrufen monatlich und einer durchschnittlichen Videolänge von über 15 Minuten schätzungsweise bis zu 60.000 Euro. Ja. Zusätzlich erklärte JP in einem Interview, dass auch viele Firmen Produktplatzierungen und Sponsorings in seinen Videos machen, was seine YouTube-Einnahmen noch einmal erhöht. Der Großteil seiner Einnahmen kommt allerdings aus dem Betrieb seiner Werkstatt. Ja, 2017 betrug der Bilanzgewinn seiner Firma unglaubliche 1,54 Millionen Euro. Gewinn, ne? Gewinn der Firma, nicht von JP persönlich. Weiß man ja nicht, zu wie viel Prozent, der da beteiligt ist. Ich nehme an, dass der nicht 100% der Firma hält. Vielleicht doch. Dazu kommen auch noch seine Einnahmen aus seinen TV- und Werbeauftritten. Und wir sind sogar immer noch nicht fertig. Vor 2 Jahren eröffnete JP nämlich sein eigenes Restaurant namens Big Boost Burger, das inzwischen über 12 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind mehr als 12, also. Und so JPs Vermögen noch einmal vergrößert. Kommen wir als letztes zu einem YouTuber. Er bezahlt auch sehr gut, ich kenne ihn persönlich. Ja, denke ich auch, JP wirkt wie ein ordentlicher Geschäftsmann. YouTuber, der deutlich mehr verdient, als die meisten wohl vermuten würden. Die Rede ist von Dena.
Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich sind seine besten Zeiten auf YouTube schon ein paar Jahre her. 2013 zum Beispiel erreichte er mit Minecraft und GTA-Let's Plays noch Millionen von Aufrufen. Und auch später... Scheiße, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Als er damit begann, immer mehr Real-Life-Vlogs zu drehen, konnte Dena viele Zuschauer damit begeistern. Aktuell ist er zwar immer noch aktiv und lädt regelmäßig Videos hoch, doch seine monatlichen Aufrufszahlen gingen deutlich zurück. Felix von der Laden hat allerdings inzwischen nicht mehr nur Einnahmen durch YouTube. Vor einigen Jahren gründete er zusammen mit seiner damaligen Freundin Kati ein eigenes Unternehmen. Und zwar die 25Mate GmbH, eine Künstler- und YouTuber-Agentur, die sich um die Vermarktung von Online-Personen Persönlichkeiten kümmert, wie etwa Joyce Ilk oder Felix Barr, und für diese mit Unternehmen passende Kooperationen entwickelt. Das Paar fing damals zu zweit an, und da die Aufträge immer größer wurden, stellten sie mit der Zeit auch Mitarbeiter ein. Inzwischen nimmt die Betreuung der Firma auch einen großen Teil von Denas Zeit in Anspruch. Da kann ich jetzt nicht so viel zu, also ich kann da schon zu viel sagen, ich mach's aber nicht. Ich habe jetzt natürlich keine genaue Zahl. Aber, also das Spielkind-Ding, das läuft tatsächlich ganz gut, das weiß ich ja. Weshalb seine Real-Life-Vlogs auch immer mehr den Alltag im Büro präsentieren. Doch Felix von der Laden hat noch ein anderes Business. Denn vor einigen Jahren gründete er das Modelabel Spielkind. Wie hoch ist da wohl der Deckungsbeitrag? Boah, bei Klamotten. Schwierig, vor allem wenn du so eine große Produktpalette hast wie Dena, Alter. Der hat ja so viel an Produkten, das ist schon nicht wenig. Im eigenen Online-Shop werden dort selbst entworfene Kleidungsstücke angeboten. Im Vergleich zu typischem YouTuber-Merch ist Spielkind eine eigenständige Modemarke. Ja, und Peso nicht, oder was, du Affe? Also sorry, Digga, da ist Peso auf jeden Fall ebenso, wenn nicht sogar noch eher als Modemarke anzusehen. No front an Felix Klamotten hier. Die auch über Pop-Up-Shops verfügt und deren Klamotten Fair Trade sind. Auch wenn keine konkreten Verkaufszahlen und Geschäftsberichte öffentlich sind, so erklärte Dena immer wieder, dass einzelne Produkte öfter mal schnell ausverkauft sind. So erklärte Dena immer wieder, dass er sehr reich ist und sich keine Sorgen mehr um seine Zukunft machen muss. Ebenfalls ist er auch noch als Rennsportfahrer in der ADAC GT4 aktiv, wo er in einem McLaren 570S antreten darf. Also auch wenn keine konkreten Geschäftszahlen vorliegen, so sprechen vor allem der Erfolg seiner Marke Spielkind und der Agentur 25Mate dafür, dass Felix von der Laden abseits von YouTube sehr gut verdienen wird. Das war ja gut, die Rennserie, die kostet halt sehr viel Geld, ne? Das ist doch jetzt nichts, wo man viel Geld verdient. Man gibt dem Autosport eher Geld aus tatsächlich. Es gibt sogar einen ersten Teil davon, ne? Den würde ich mir eigentlich auch mal gerne reinziehen, Leute. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Hier ist der erste Teil. Das. Ich finde es immer, klar, so Schätzungen und sowas sind halt immer schön und gut. Ich finde es auch selber immer ganz adäquat nice, dass, hey Aaron, schreiben alle, gucken wir es euch auch noch an. Ich finde es selber immer ganz gut, wenn man so ein bisschen, wie beschreibe ich das jetzt? Also, das hat Palle damals gesagt, so ein bisschen unterm Radar ist, wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt seinen Scheiß so macht und man halt nicht in so einer seltsamen Liste irgendwie auftaucht, weil man halt nicht alles so ihr wisst, was ich meine, nicht so einsehbar hat, ja. Wir gucken uns das dann, hey Arok, und dann gehen wir gleich rüber. Dass vor allem große YouTuber nicht gerade schlecht verdienen, weiß... Izzy, lull. Ja, Izzy, Mann, du weißt, was ich meine, du... Guck mal, Izzy, du weißt genau, was ich meine, weißt du, was ich meine? Wenn man halt nicht so bewusst dann... Ja. Es wohl jeder. Manche schaffen es sogar, Gehälter von Oberärzten oder sogar Managern in den Schatten zu stellen. Und das alles nur mit dem Hochladen von kurzen Videos. Ich finde diese Listen halt sowieso immer so funny. Also die schießen halt immer komplett vorbei eigentlich an der Realität, oder? Einige deutsche YouTube-Stars... Immer dieses Bild von Monte auch. ...sind allerdings so reich, dass sich auf ihrem Konto bereits mehrere Millionen befinden. Das liegt dann oft daran, dass sie vor allem auch neben YouTube sehr erfolgreich sind. Die YouTuber, die wir euch heute zeigen, wurden mit eigenen Firmen, teuren Musiklabel-Deals oder anderen Dingen zu Multimillionären. Multimillionären. Multimillionär ist ja eigentlich, ist nicht die Definition, also ein Multimillionär heißt, dass man 2 Millionen hat, oder? Ist ja Multi, sind ja 2. Oder wie ist das? Oder ist Multimillionär ab einer bestimmten Grenze? Kann mich jemand aufklären?
Jause Lena da. Nicht selten, sogar komplett ohne, dass ihre Fans davon wissen. Willkommen bei Wissenswert, heute mit 7 YouTubern, die viel reich... Ab 5 Millionen mindestens 2, ab 10 Millionen, alles klar, der Chat ist sich wieder einig. ...sind, als du denkst. Übrigens, wir werden immer wieder gefragt, was das Wichtigste ist für einen guten Start auf YouTube. Vor allem, um sich etwas hervorzuheben, ist das beste Mittel, eure Videos... Ja, mit, okay, ich bin ganz Ohr. ...seinem YouTube-Kanal Hey Aaron präsentiert der Berliner seinen 1 Million Abonnenten alle möglichen Videos. Vor allem seine Messebesuche oder Idiotentests zählen dabei zu den Jemand, der ein Vermögen im Wert von vielen oder mehreren Millionen besitzt. Also 2 Millionen. Ja, okay. Erfolgreichsten Formaten. Die meisten kennen Aaron durch YouTube. Dann ist ja der Schritt vom Millionär zum Multimillionär. Wenn man einmal die Millionen hat und es dann zum Multimillionär schafft, tut mir leid, dann ist man ja blöde, oder? Also so schwer ist das ja dann nicht. Doch was nicht jeder weiß, Aaron Troschke verdiente bereits auf vielen unterschiedlichen Weisen Geld. Aaron und ist ein Motherfucker, auch Alter. Nicht gerade wenig. Aaron sein ist ein YouTube-Kanal ja. ist nämlich eigentlich nur ein Nebenjob. Mhm. Aaron hatte nämlich immer wieder eigene Unternehmen. Aarons erstes eigenes... Back und Snack, ja, Back und Snack, Alter, hat er mir damals auch erzählt. Das Unternehmen war ein Kiosk in Berlin, den er selber... Ab 2 Millionen Geld im Besitz, nein, also... Ein Millionär hat keine Millionen auf dem Konto, das versteht ihr immer falsch. Ein Millionär hat Anlagen im Wert von 1 Million, aber der hat keine 2 Millionen auf seinem scheiß Konto, weil wenn er das hat, dann ist er dumm. Betrieb. Später. Zumindest der derzeitigen Wirtschaftslage geschuldet, ne? Kam er dann ins Fernsehen. Zahlt der Negativzinsen für die Scheiße mittlerweile. Genauer gesagt zu Wer wird Millionär, wo er 125.000 Euro erspielen konnte. Auch stark. Bei Big Brother war er... Was sagst du zum Thema Coronavirus? Bin großer Fan davon. Ich hoffe, dass, find's super. Er siegreich und gewann insgesamt 100.000 Euro. Was Aaron allerdings erst richtig reich machte, war eine clevere Geschäftsidee, die er 2014 mit zwei Mitgründern umsetzte. Die drei Berliner entwickelten eine Plattform, auf der Firmen Werbeanzeigen platzieren, für die sich Influencer dann anbieten können. Bereits vor 2 Jahren erzielten die drei damit schon einen Umsatz von über 1 Million Euro. 2019 soll das verfünffachen. Dieses schmierige Wichsgrinsen, alter Aaron, ich küsse deine Augen. Werden. Am Anfang dieses Jahres erhielt die Plattform ein Verkaufsangebot in Höhe von einem mittleren 7-stelligen Betrag. Aaron und seine Mitgründer nahmen es an. So, das sind erstmal 3 Gründer. Das Geld geht in die Firma und nicht direkt an die Gründer, ja. Und Aaron ist auch noch weiterhin in dem Betrieb beschäftigt. Das weiß ich, weil ich mit Aaron darüber gesprochen habe und weil alle gesagt haben, Aaron jetzt hier dicker Reibach und so. Ein Firmenverkauf, Leute, ist sehr viel komplexer, als dass man 100 Euro bekommt und sagt, das ist jetzt meine Firma und hier sind deine 100 Euro, verpiss dich. So läuft das selten, Leute. So läuft das selten. Also, da ist immer noch ein Rattenschwanz an Arbeit hinten dran. Von daher, Aaron hat damit gutes Geld gemacht, aber Aaron hat nicht den mittleren Millionenbetrag alleine erhalten. Das darf man so nicht sehen. Was sie alle auf einen Schlag, sofern sie es ohnehin nicht schon waren, zum Multimillionären machte. Genau das ist nicht so. Ist nicht so. Ist nicht so. Theoretisch hat Aaron... Ich würde es den allen... Versteht mich nicht falsch, ich gönne das den allen, wenn es so wäre. Ja, wenn es so wäre. Aber das entspricht nicht der Realität. Also eigentlich schon mit 30 fürs Leben ausgesorgt. Kommen wir zu Mrs. Kurze Frage an den Chat an der Stelle. Würde mich einfach mal interessieren. Wann würdet ihr sagen, habt ihr fürs Leben ausgesorgt? Wann würdet ihr sagen, ich habe jetzt ausgesorgt? Würde mich einfach mal interessieren. Ab welchem Geldbetrag oder welchem Vermögen sagt ihr... Habe ich ausgesorgt. Das würde mich einfach mal interessieren, Leute. 10 Millionen, 3 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, 2 Millionen, 50 Millionen, 1 Million, 7 Millionen, 5 Millionen, 5, 5, 2, 3, 3, 3. Die 3 und die 5. Die 3 und die 5 Millionen kommen ja sehr oft, Leute. Mhm. Interessant, interessant. Interessant auf jeden Fall. Also man will ja, guck mal, wenn man ausgesorgt hat, man kann natürlich jetzt ein Leben lang von seinem Vermögen leben und das verbrauchen. Oder man legt halt von den Zinserträgen oder von Mieteinnahmen oder weiß ich was oder Beteiligungen und sowas. Finde ich aber einfach mal interessant, wie ihr das einschätzt. Finde ich einfach mal interessant. Also ich sehe jetzt ganz oft 2, 3 und 5 Millionen und sowas. Alles da drüber, so 10 Euro, 100 Millionen. Ja, ausgesorgt ist natürlich auch immer eine Frage des Lebensstandards, Leute. Wenn man jetzt Monte fragen würde, wann hast du ausgesorgt, dann sagt Monte, ab 500 Millionen, Alter. Das ist halt so. Das ist natürlich von jedem immer unterschiedlich zu sehen. Aber fand ich mal interessant, einfach mal nachzufragen. Bella, die meisten kennen die. Mrs. Bella ist eine Motherfucker. Mrs. Bella
Die ist reich. Die Beauty- und Fashion-Expertin ausschließlich von ihrem YouTube-Kanal, auf dem sie inzwischen über 1 Million Abonnenten besitzt. Was ja viel ist, verglichen mit anderen Zahlen aber nicht so viel ist. Sie hat halt einfach Monopol nicht ein Monopol, sie ist mit also ein Oligopol, sie teilt sich das mit Dagi und Bibi so ein bisschen und auch vielleicht Xlaeta und wie sie alle heißen und Julia Beautics, aber das sind maximal 10 Playerinnen, die den deutschen Markt da dominieren und Mrs. Bella scheint damit zu den verkaufsträchtigsten zu hören, ne? Doch Isabella, wie Miss Bella wirklich heißt, ist auch abseits der Videoplattform sehr fleißig. Ich lieb's immer, wenn man so, oh, doch Isabella, wie sie wirklich heißt, dann verleiht man so seiner journalistischen Arbeit hier so ein bisschen Seriosität noch da hinten dran, wisst ihr, was ich meine? Zusammen mit der beliebten Kosmetikfirma BH Cosmetics entwickelte sie ihre eigene Produktlinie, die inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA verkauft wird. Und das ist ein Move, Leute, dass wenn man ein deutsches Produkt später in die USA fährt, könnt ihr euch sicher sein, dass da die Verkaufszahlen auf jeden Fall dementsprechend gut gewesen sind, dass man gesagt hat, wir sprechen jetzt ohne, dass wir einen Eingriff über deine Reichweite in den Markt USA haben, in diesen Markt brechen wir rein. Das spricht erstmal für das Produkt an sich, dass es ein sehr hochwertiges Produkt sein muss und zweitens, dass es auch einfach gut läuft, ne? Also das ist schon ein Boss-Move, das ist schon ein Boss-Move. Wie viele andere YouTuber auch, hat Bella zusätzlich auch einen eigenen Online-Shop, auf dem sie diverse Merch-Artikel anbietet, wie T-Shirts oder Make-up-Taschen. Miss Bella ist zudem auch als Moderatorin tätig. Seit bereits 4 Jahren führt sie durch den Glossy Talk von Kosmetikhersteller Maybelline, den es ebenfalls auf YouTube zu sehen gibt. Doch wir sind... Wieso werde ich da eigentlich nicht eingeladen, Alter? Ich würde da einfach mal gerne hin. ...immer noch nicht durch mit all den Tätigkeiten von Mrs. Bella. Sie ist nämlich nicht nur Moderatorin, Unternehmerin und YouTube-Star, Bella hat auch ein eigenes Buch verfasst. Mit Contour und Confidence, Mrs. Bellas Beauty-Geheimnisse, stürmte sie an die Spitze der Amazon-Bestsellerlisten. Aber gut, eine Bestseller-Platzierung zu bekommen als YouTuber mit der Reichweite ist auch gar nicht mehr so schwierig tatsächlich. Also man Spiegel-Bestseller zu werden, ist fast schon das Norm, das Maß der Dinge, wenn man sowas rausbringt. Wie viel verdient die Beauty-Expertin eigentlich so neben ihren YouTube-Tätigkeiten? Genaue Zahlen sind nur schwer zu finden. Aber laut dem Datendienst Statista ist Mrs. Bella die erfolgreichste Beauty-Influencerin in Deutschland mit dem teuersten Werbepreis. Schätzungsweise 24.000 Euro soll sie angeblich pro Werbepost auf Instagram verdienen. Wie viele Follower hat Mrs. Bella denn auf Instagram? Wie viele Follower hat Mrs. Bella denn auf Instagram? Mrs. fucking Bella. Mrs. Bella. Mann, Alter, das ist mein Handy gecrashed. Wie viel hat sie? 1,5 Millionen? Mann, ich könnte kotzen, Alter. Ne? Diese Junge, das ist so echt Zeit für ein iPhone bei mir. War also irgendwie 2 Millionen mittlerweile und hat immer so, ja, an die 100.000 Likes, so. Ja, wahrscheinlich von der Performance dann halt ähnlich so wie, ja, das ist eigentlich echt relativ gut vergleichbar mit meinen Zahlen tatsächlich. Dann kann ich euch sagen, dass 24.000 Euro, das ist zu wenig, da wird sie mehr nehmen. Gerade bei einer Nischenplatzierung, gerade bei einem Beauty-Influencer, da wird mehr bei rumkommen, auf jeden Fall. No flex. Ihr Monatsgehalt liegt vermutlich, wenn man alle Einkommensquellen addiert, bei einem mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Ja, ist ja auch wieder mittlerer bis hohen fünfstelliger Betrag, Alter. Was soll das heißen? Was heißt das? Weiter geht's mit Bibis Beauty Pass. Verdienst du etwas aus Insta? Naja, selten. Ich lehne vieles auf Instagram einfach ab. Also, wenn ich wollte, könnte ich jetzt meinen kompletten Instagram-Feed nur mit Werbung zuballern. Gut, dass ich mich daran erinnere, ich muss gleich noch ein Posting für The Entertainers machen, für meine Sendung. Aber ich lehne viel auf Instagram ab. Palace. Sie ist die erfolgreichste deutsche YouTuberin. Fünfstellig, nicht sechsstellig, Bros. Fünfstellig, also 50 bis 90k so mit Dreh. Ja. Und es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass sie alleine mit dem Hochladen von Videos, Alter, auf der Plattform sehr gut verdient. Bibi ist so reich, Leute. Bibi ist so unfassbar reich, Alter. Ey, Bilou, dieses Produkt. Oh mein Gott. Ich habe mehrfach gehört, dass sie ungefähr
ich weiß nicht, ob das stimmt, pro Dose zwischen, ich gebe jetzt mal die Range an, die ich gehört habe, manche Leute haben gesagt, 50 Cent bis 2 Euro pro Dose Bilubel kommt. So, 2 Euro wäre schon viel, weil ich glaube, die Dose kostet 4,50 Euro oder sowas. Wenn man sich überlegt, wie viel davon umgesetzt worden ist, weil das ist ein Produkt, das verbraucht sich ja, das ist ja kein Merch. Dann nehmt man mal so mit, so, ja, ich brauche einen neuen Duschschaum hier, nehme ich mit, Alter. Das ist geisteskrank, Leute. Und sie bekommt auch noch Kindergeld, schreibt einer in den Chat. Ja, als ob Bibis Beauty Palace auf diese 200 Euro im Monat einen feuchten Fick gibt, Junge. Als ob, als wäre das Kindergeld ansatzweise relevant für Bibis Beauty Palace, Digga. Ja, genau, Junge. Bibis Beauty Palace, Alter. Bibis Beauty Palace macht so. Kindergeld. Hier. Scheiß auf 200 Euro, Alter. Scheiß. Leo, Junge. Die hat das Kind ja nicht vergessen. Ey, Leute. Der, also. Regelmäßig. Bald 400 Euro. Ja, wenn es auf 400 Euro hochgesetzt wird. Leute. Ja, ich hab kein Kindergeld. Ich mach kein Kindergeld. Ich soll ein Kind bekommen. Ihr habt recht. Es sich über 20 Millionen Aufrufen im Monat und vielen Werbeplatzierungen ist es nicht unwahrscheinlich. Sie verdient ungefähr 100.000 Euro pro Monat. Nein, deutlich mehr. Deutlich mehr, kann ich euch sagen. Also nicht, dass ich es weiß, aber ich kann schätzen, deutlich mehr. Top-Verdienern gehört. Laut dem Vermögen-Magazin soll sie bereits ein Gesamtvermögen von über 2 Millionen Euro besitzen. Deutlich mehr. Doch tatsächlich ist Bianca Klaassen noch deutlich wohlhabender, als man vielleicht denken mag. Nein, man weiß das. Ihr YouTube-Kanal ist trotz der hohen Aufrufszahlen nämlich eigentlich nur ein Nebenverdienst. Vor allem ihre Duschschaummarke Bilou machte Bibi nämlich erst so richtig reich. Insane. Denn wenn man sich die Geschäftszahlen ihrer Marke so ansieht, fällt auf, dass ihre Bilou-Produkte in nur einem einzigen Jahr mehr als 3 Millionen Euro Gewinn einbrachten. Und das ist jetzt der Gewinn und nicht der Umsatz. Gewinn für das ganze Produkt, sagen wir mal, eine Mio hat sie da mindestens mit eingefahren. Mindestens. Da das Unternehmen bereits seit 2015 besteht und die Produkte inzwischen sogar auch im Ausland erhältlich sind, kann man also sicher davon ausgehen, dass Bibi bereits mehrere Millionen Euro verdient hat. Ich glaube auch, damit macht sie bestimmt eine Mio bis 2 im Jahr, auf jeden Fall. Und das nur mit dem Verkauf von Badeprodukten. Was heißt denn nur mit dem Verkauf von Badeprodukten? Das ist wieder so despektierlich gemeint, so leicht abwertend. Finde ich immer blöd, wenn da so eine Wertung drin ist, Alter. Ist ein Produkt, wird gekauft, ist ein veganes Produkt, ist nichts Schlechtes. Schmecken tut's nicht, man soll es ja auch nicht essen. Warum sollte man das jetzt haten? Machen wir weiter mit InScope 21. Der 24-jährige YouTuber und Streamer gibt sich auf seinen Kanälen nicht nur als Entertainer und Fitness-Experte. Vor allem in den letzten Jahren präsentiert sich Nicolas Lazaridis, wie InScope mit bürgerlichem Namen heißt. Da ist es wieder, Alter, seriös. Auch immer häufiger als Unternehmer. Das ist auch nicht ganz unbegründet, denn zusammen mit Fitness-YouTuber Tim Gabel gründete er Anfang 2015 ein eigenes Unternehmen. Und zwar die G-In Fitness und Lifestyle GmbH. Die G-In Fitness, ich finde eine Fitness und Lifestyle GmbH, finde ich immer noch so geil. Fitness und Lifestyle, wir haben beides. Firma bietet viele verschiedene Produkte an. Beispielsweise vermarktet sie Online-Persönlichkeiten und managt deren Social-Media-Profile. Ebenfalls Also das Ding halt, ja, wenn man halt ein eigenes Management hat, so habe ich ja auch, dann denken wir mal, dass man mit dem eigenen Management voll viel Geld verdient. Das ist ja nur so, wenn ich, okay, ich kann euch ja mal erzählen, schaut mal. Ich hatte ja damals das Management, war ich mit beteiligt bei Water. Und da waren zwischenzeitlich 30 Künstler gesigned. Da war Standardskill, Vive und sowas drin. Und auch viele andere Leute noch. Und das heißt aber jetzt nicht, dass man damit auch wieder Milliarden verdient, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt. Also, man denkt halt immer, dass sobald man ein eigenes Management hat, dass man unglaublich viel Kohle hat. Aber das ist meistens nicht der Fall. Also das eigene Management unterstützt einen ja und man zahlt ja eher sein Management. Ist klar, das Management bringt mir auch wieder Geld ein, so ist es nicht. Aber das ist jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt nicht x Künstler unter Vertrag habe, dann ist das nicht so krass. Bietet das Unternehmen individuelle Fitnessprogramme an, wie zum Beispiel die Boss-Transformation. Und das hat sich gelohnt.
von Rapper Kollega. Und es vertreibt auch diverse Modemarken wie Ola Kala, ein Klamottenlabel, das von InScope und Tim Gabel entwickelt wurde. Ebenfalls führt die GN Fitness und Lifestyle GmbH auch ein Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel in Stuttgart. Bei all diesen verschiedenen Geschäftszweigen kommt im Jahr natürlich auch einiges an Geld zusammen. Ich glaube sogar, da ist eine SEC-Plus-Beteiligung sogar mit drin, wenn ich mich nicht irre. Wie InScope in einem Stream verraten hat, soll der Umsatz seines Unternehmens letztes Jahr mehrere Millionen Euro betragen haben. Das würde auch eine Erklärung für den extravaganten Lebensstil von Nico liefern, den er in seinen Videos häufig präsentiert hat. Inzwischen tritt der YouTuber nach eigener Aussage allerdings wieder etwas kürzer. Er lässt sich von seiner Firma nur noch ein verhältnismäßig kleines Gehalt auszahlen und will die Unternehmensgewinne vor allem wieder in neue Projekte stecken. Denn wie er selbst sagt, braucht er nicht 20.000 Euro im Monat, um über die Runden zu kommen. Kommen wir als nächstes. Gut, 20.000 Euro im Monat ist auch sehr viel Geld, also die brauchst du auch nicht zum. Also wenn ich ehrlich bin, Leute, wenn ich ehrlich bin, was ich im Monat ausgebe, das ist für mich privat. Privat rechne ich jetzt die Wohnung mit rein, Klamotten und Essen und sowas und maybe mal eine Reise, aber ich reise ja auch nicht jeden Monat. Dann bin ich da vielleicht bei 4.000, 5.000 maximal, dann war es das. Also wenn es hochkommt überhaupt, weil alles andere, also das sind ja meine Mitarbeiter, so die zahle ich halt runter, ne? Die also Fixkosten klar, aber für mich privat nicht so krass, nee, bin ich ehrlich, also. Ist es zu der YouTuberin Sallys Welt. Und die Leute nimmt uns alle auseinander. Die nimmt uns alle auseinander, Alter. Die nimmt uns alle auseinander. Die verdient so viel Geld. Malaka, die verdient so viel Geld, ich glaube, die hat 140 Angestellte mittlerweile. 140 Angestellte hat die. Das ist krank. Ja, das ist krank. Ihren Kanal hat Saliha Özcan schon seit 2012 und präsentiert dort ihren knapp 1,6 Millionen Abonnenten regelmäßig Videos zum Thema Kochen, Backen und zur Gartengestaltung. Das ist eine Businessfrau. Und ich habe kranken Respekt vor ihr, dass sie das geschafft hat, in dem Markt so erfolgreich zu werden, Mann. Das ist wirklich, wirklich crazy, Mann. Ehrlich. Also das ist wirklich, wer ist das, fragen jetzt viele. Das ist, glaube ich, mit die erfolgreichste Jungunternehmerin in unserem Bereich, die es in Deutschland gibt. Also, wir waren nochmal auf dem Vortrag und da hat sie auch straight up Zahlen gesprochen, die will ich jetzt hier nicht preisgeben, so. Ich glaube ihr das. Das ist extrem. Die hat eigene Küchengeräte, eigene Dinge für, so Spatel und sowas für die Küche und Schürzen und alles an Küchengeräten. Tupper-Matten, Tupperware hat irgendwie mit. Leute, die lacht über Montana Black und alle anderen und generell von jedem von uns. Was die verdient, Leute, das ist anders. Bei uns in Deutschland ist es wirklich so, und das finde ich auch echt geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns in Deutschland ist es so, die Frauen sind hier im Influencer-Bereich die Großverdiener. Und das finde ich nice. Das finde ich richtig, richtig cool. Das ist ein cooles Zeichen, Mann. Das finde ich stark. Bei etwa 5 Millionen Aufrufen im Monat würde Sally nur mit YouTube-Werbegeld etwa knapp 5.000 Euro verdienen. Falsch. Nicht bei der CPM, Alter. Die CPM. Koch-CPM, Junge, Niesen-CPM, wie Beauty und sowas damals, Alter. Das sind andere Filme, Leute. Also es sind wirklich andere Filme. Das ist sehr gutes Geld, Alter. Doch Sally ist auf das Werbegeld kaum angewiesen, denn die 31-Jährige hat etwas geschafft, was nur wenigen YouTubern gelingt. Sie konnte aus ihrem Kanal eine ganze Marke aufbauen. So krass, Mann. Inzwischen hat Sally nämlich nicht nur eine eigene Fernsehshow auf Vox. Die hat eine eigene Fernsehshow. Die ist nicht irgendwie mal eingeladen, so wie so Lelex wie ich. Die hat eine eigene Fernsehshow, Malaka. Ja? Die hat eine eigene Fernsehshow, eine eigene Marke. Die ist krank rich. Sie hat auch einen eigenen Online-Shop, auf dem sie viele verschiedene Produkte, wie etwa Küchengeräte oder Backformen, anbietet. Der Shop soll so gut laufen, dass inzwischen an nur einem einzigen Tag über 1.000 Produkte verkauft werden. Ganze 30 Mitarbeiter sind derzeit für Sally aktiv. Das ist, na, waren es 30? Nee, oder? Wieso habe ich denn 140 im Kopf gehabt? Waren es 40, nicht 140, ich muss mich hier korrigieren. Es waren 40 Mitarbeiter, was trotzdem
krasses Alter. Was trotzdem krasses, Mann. Und die junge YouTuberin hat sehr große Wachstumspläne. Für ihr neues Küchenstudio und Firmengebäude investierte sie bereits 6 Millionen Euro. Und das mal hinzuklatschen, Alter. Einfach so ein, hier, Riesengrundstück gekauft, 6 Mio Immobilie draufgeklatscht, Lagerhalle, Produktionsstätte, alles drin. Alles drin, Alter. Könnt ihr euch denken, Leute, könnt ihr euch denken, was dabei rumkommt. Und ihre Shops und Webseiten hat sie inzwischen zu einer eigenen Online-Plattform ausgebaut, mit 1,6 Millionen Besuchern jeden Monat. Jeden Monat. Die lacht über uns alle, Alter. Ich habe mehr Kohle, Jari, nein, das stimmt nicht. Sallys Tortenwelt hat deutlich mehr Geld als wir alle. Als wir alle. Sallys Tortenwelt ist wahrscheinlich sogar, ist die reichste YouTuberin in Deutschland. Ist so. Sally ist heutzutage also mehr als nur eine YouTuberin. Sie ist Unternehmerin mit eigener Marke. Mhm. Und heute vermutlich bereits Multimillionärin. Machen wir weiter. Und die ist wirklich Multimillionärin. Die wird ihre 8, 9 Mio, aber 5, 6 sicherlich haben. Mit Fresh Torge. Der Norddeutsche ist quasi ein YouTube-Urgestein. Seit 2009 ist er inzwischen auf der Plattform unterwegs. Und sein Kanal Freshaltefolie zählt derzeit unglaubliche 3 Millionen Abonnenten. Vor allem die Videos, in denen Torge in bestimmte Rollen schlüpft und Assi-TV-Sendungen wie Frauentausch oder Familien im Brennpunkt parodiert, erfreuen sich schon seit Jahren extremer Beliebtheit. Torge ist den meisten vor allem als genialer Comedian bekannt, der es schafft, auch mit wenigen Mitteln gut zu unterhalten. Doch tatsächlich ist Torge auch unternehmerisch aktiv. Anders als viele YouTuber in dieser Liste hat er allerdings keine eigene Firma aufgebaut, sondern verfolgte eine ganz andere Art von Großprojekt, und zwar seinen eigenen Kinofilm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie krass der Kinofilm jetzt eingespielt hat. Der war ja jetzt nicht so stark. Hast du Kartoffelsalat 3 gesehen? Oh, Torge, ich muss dir eigentlich noch zusagen oder absagen. Nee, ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich habe mich nicht mehr bei ihm gemeldet. Ich habe es vergessen. Er hat mich sogar auf die Premiere eingeladen nach Berlin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie viel das Ding eingespielt hat. Kann ich dir nicht sagen. 2015 veröffentlichte er zusammen mit der Produktionsfirma von Otto Walkes den Film Kartoffelsalat, in dem zahlreiche große deutsche YouTuber mitspielen. Torge selber wirkte am Drehbuch mit, suchte auch die Drehorte aus und spielte sogar die Hauptrolle im Film. Bin ich immer noch sehr beleidigt, dass ich keine Rolle angeboten bekommen habe, Alter, wirklich. Auch wenn Kartoffelsalat bei den Kritikern heftig durchfiel und mit nur 1,3 Sternen auf der Filmplattform, ich glaube, der schlechteste bewerteste Film aller Zeiten, oder? IMDb als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bewertet wurde, so hat sich der Dreh für Torge aus finanzieller Sicht auf jeden Fall gelohnt. Bereits in der ersten Woche spielte der Film schon knapp 2 Millionen Euro ein, was für eine deutsche Produktion bereits überdurchschnittlich gut ist. So gut sogar, dass Torge bereits an einer Fortsetzung des Kinofilms arbeitet. Ab Oktober diesen Jahres sollen die Dreharbeiten zu Kartoffelsalat 3 beginnen. Den zweiten Teil einfach verpasst oder gibt's keinen zweiten Teil? Nächstes Jahr erscheint der Film dann im Kino. Warum es allerdings... Als Musical, Alter? Was? Was? Bereits schon einen Teil 3 gibt, ohne einen Teil 2, können wir euch nicht erklären. Ach so, okay, die haben einfach Teil 3 gemacht und... Okay, ja. Ist ein guter Joke, ja. Kommen wir als letztes noch zu Katja Krasavice, die Leipzigerin, die sich auf ihrem Kanal gerne... Wie süße, dass die das hier noch zensieren, Alter. ...auch mal etwas freizügiger präsentiert, hat zwar eine große Reichweite auf YouTube, doch da ihre Videos in der Regel nicht wirklich jugendfrei sind, verdient sie häufig kaum Geld durch Werbeanzeigen auf YouTube. Das bedeutet allerdings nicht, dass Katja auch an sich nicht viel verdient. Malaka, ich hab dir gesagt, Katja, nimm deine Vagina, mach einen Gipsabdruck davon, Alter, und dann packst du das in Pakete und schickst das raus an die ganzen geilen Spritzer da draußen. Alter, jetzt so viel Geld mit einer Taschenmuschi gemacht, Junge. Ganz im Gegenteil. Sie hat heutzutage viele verschiedene Einkommensquellen, was es ihr ermöglichte, ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Bereits seit 2017 versucht Katja vor allem... Sie macht's. ...mit Musik erfolgreich zu werden und hat das auch geschafft. Auch
Boss Bitch, dieses Album wird auch richtig, richtig krass gehen. Wenn sie keine perfekte Stimme hat, so schafft sie es mit Kollaborationen und Videos, in denen Leute auf sie reacten, Aufmerksamkeit für ihre Songs zu erzeugen. Ihre Musikvideos haben heutzutage viele Millionen Aufrufe. Und Katja tritt bereits als Showact in vielen Clubs und Diskotheken in Deutschland auf. Ihr Vermögen soll sich inzwischen auf unfassbare 2,5 Millionen... Okay, warte. Ich schicke das mal ganz kurz und frag jetzt einfach noch, ob das... Okay, ich muss mal ganz kurz ein Update runterladen. Kleinen Moment, Leute. Kannst du mal gucken, dass ich das schnell runterlade, dann schauen wir zu Ende. Also jetzt hier das Call of Duty Update runterladen, weil ich wollte später noch COD spielen. Ansonsten, ich bin mal gespannt, was sie sagt. Guck mal, diese Seite... Dieser Kanal sagt, du hast 2.500.000 Euro. Ich bin gerade am Stream. Das ist ja schon sehr viel Geld. Wie gehst du denn damit um? Und der Chat fragt auch gerade an der Stelle auch, warum du nicht hingegangen bist und schon längst eine Katja Krasavitz Taschenmuschi gemacht hast. Ich habe so einen Kollegen mit einem 3D-Drucker, der kann sowas selber machen. Melde dich doch einfach mal. Mit einem 3D-Drucker wahrscheinlich, oder? Mit so richtig scharfkantigen Ekeldingern.